Recht herzlich willkommen zur 179. Folge von Simotrans. Ja, diese kleine Gartenanlage, die müssen wir jetzt anschließen. Sieht ja richtig cool aus. Und da brauchen wir jetzt eine Bushaltestelle, die da irgendwie in der Nähe ist. Da wollen wir doch mal gucken, dass wir dann da eine Straße bauen. Ne? Das heißt hier 50er, 1, 2, 3. Das heißt hier muss die Straße rein. 1, 2, 3. Ja, genauso wie da im Endeffekt, ne, oder? Und das wir hier um die Ecke gebaut haben, und da können wir ja eigentlich auch nebeneinander machen, ne? Wäre jetzt ziemlich egal, glaube ich, oder? Also kannst du so machen. Und wie wir sehen, ist dann die Stelle nicht abgedeckt nachher. Aber die bauen ja sowieso nicht über die Schienen, oder wie war das? Wir können es auch da hin machen, ne? Aber wir können es auch da hin machen. Wir machen es da hin. Und setzen noch einen Postkasten dazu. Der dann da ist, oder? Ja. So, passt. Feldkirchen, Kirchner Straße ist das. Und wir haben gesagt, wir brauchen dann hier, weil das irgendwie sich expansionsmäßig nicht so entwickelt, wie wir das wollten, ein besseres Fahrzeug noch, also eine neue Linie. So, was haben wir denn jetzt hier? Das ist Waldeck, ne, oder? Ja, Waldeck, Stadtbus Waldeck hat Stadtbus Waldeck hat Ost und West. West und Ost, und wir haben Waldeck Bahnhof Rathaus. Okay. Ost hat nicht so viele Haltestellen, wie ich gerade sehe. 1, 2, 3, 4. Das bedeutet, da kann doch noch eine zu, ne? Warte mal, was war jetzt? Ost? Ne, Ost ist doof. West brauchen wir. West hat schon genug, alles klar. West hat schon genug. West hat genau 5. Und das war A, B, C, D, E und F. Das sind 6, also geht noch eine. Okay, dann machen wir noch eine dran. Ne? Linie ändern. Lange Straße, dann fahren wir wieder zur Karlsheiß. Wo ist er? Da. Und dann fahren wir da hin. Und dann passt es ja noch. Dann können wir das schließen und dann kann er da auch hinfahren. Dann brauchen wir da doch keine neue Linie, oder doch? Oder nicht? Oder vielleicht? Müssen wir mal schauen, was wir da machen. Das weiß ich auch noch nicht. Pluto, aller Straße, Bahnhof und läuft, ne? Alles klar. Wir müssen schauen, dass wir jetzt hier mal gucken. Also der hat ja jetzt... Nee, West und Ost passt dann. Dann können wir das lassen. Und wir hatten ja... da müssen wir vielleicht nochmal reingucken. Welche Linie war das jetzt hier? Die Linie Bahnhof Rathaus. Die war ja extra, ne? Das heißt, von hier nach da oben war das, ne? Dann müssen wir mal schauen, dass wir das hinkriegen. Das war da. Hier sind schon ziemlich viele hohe Gebäude. Und dieser Glockenturm hier, oder Kirchenturm, der ist natürlich auch nicht ohne, ne? Uhrenturm Wittenbergs. Wittenberge, okay. Und ja, wie viele Leute stehen hier? 57. Achso, wir hatten letztes Mal da geguckt, genau. Der fährt ja jetzt nur 2 Haltestellen an, ne? Ja, da müssen wir mal gucken. Weiß ich auch noch nicht, was wir da machen. Wir hatten ja... diesen hier letztes Mal angebunden, ne? Das heißt, hier steht auch schon Sackpost. Jetzt müssen wir noch gucken, wie viel in Karlstadt, ne, Karl-Marx-Straße Richtung Rathau stehen, ne? Also die Post ist erstmal gut. Waldeck, Ostdeutsches Rathaus, 131 Leute. Krass, passt. Das würde bedeuten, dass da nicht genug Fahrzeuge drauf sind, beziehungsweise nicht Kapazität nicht genug ist, ne? Jetzt kommt dann noch einer drauf, 168. Wir bestanden jetzt auf der anderen Seite. Der kommt, glaub, gerade, ne? Aber es ist noch ein ganzer Bus da. Ich glaube, wir setzen da ganz einfach noch einen zweiten Bus drauf. Der Michael Friedrich hätte zwar gesagt, er würde dann eine neue Linie einrichten, aber ich mach's dann doch nicht. Ich meine, das hätte er gesagt. Ich setze den Bus einfach da auch noch drauf. Waldeck, Rathaus, Bahnhof, passt. Starten. Raus damit. Bus fährt hier, nehmen wir mit. Und
schauen dann. Das ist der gleiche, ne? Ja. Die beiden fahren da jetzt auf der Linie. Das ist ja eigentlich ganz gut, oder? So, hier haben wir das gemacht. Das ist also auch abgedeckt. Hier werden wir dann auch noch irgendwann was abdecken müssen, aber das ist erstmal noch nicht angesagt. Gut, lass die beiden mal offen. Wir können hier oben das schließen und schauen mal über die Karte, ob sich irgendwo schon was getan hat, obwohl wir es zuletzt gemacht haben. Aber naja, Floto hat hier nix. Ist alles gut bei Floto. Sonderhausen hat hier viele Straßen gemacht. Aber nichts ausgebaut. Und Lauter wächst und gedeiht. Sieht hier schon ganz gut aus. Hier unten wird zugebaut beim Schloss. Oder was es da unten auch immer ist. Und hier ist auch noch alles okay. Dann gehen wir nach Döbeln. Döbeln hat natürlich hier, sag schon, guten Verkehrsanschluss. Allen möglichen Dingen. Und es, ne, das ist abgedeckt. Naja, das ist abgedeckt. Okay. Radolfzell. Gucken wir mal rein. Da oben wird eine Straße gebaut. Ist aber nichts nebenher. Passt noch alles. Und dann haben wir noch Adenau. Ist abgedeckt. Dann hatten wir hier oben noch die beiden Städte Hardexen, was nichts hat. Und Altenau ist auch abgedeckt. Und dann haben wir noch Riedenburg. Und Riedenburg hat da oben zwar eine Kreuzung gebaut, aber auch noch nichts. Alles klar, das läuft. Super, dann ist das soweit erstmal geklärt. Dann müssten wir mal in unsere Listen wieder gehen, in eine Bahnhofshaltestellenliste oder wie man die auch immer nennen will. Haltestellenliste, macht auf wartend und macht auf absteigend und sieht dann, dass in Döbeln, Mühle, Betriebshof voll Getreide alles noch liegt. Wer bringt denn das weg? Das ist die Frage. 14.000 Tonnen. Über Radolfzell, Süddeutscher Alter Getreidehof, Betriebshof. Über Döbeln, Südostwald, über Döbeln, Südostwald. Über Radolfzell, Deutscher Alter. Ja, wo geht denn das alle lang? Fahren die dahin? Getreide, Döbeln, Süddeutscher Getreidehof, Mühle. Und er fährt jetzt gerade nach Döbeln, Süddeutscher Alter Getreidehof. Ja, das ist nicht. Wo bringen die das bitte schon alles dann hin? Über Radolfzell, Süddeutscher, Alter, Getreidehof, Betriebshof. Das ist also, er fährt nach da hinten. Das heißt, er müsste jetzt hier was mitnehmen, ne? Müssen wir gleich mal gucken, ob dem so ist. Der packt ja da ein, ne? 14.686. Nee, der hat nichts mitgenommen. Wer nimmt denn da was mit? Da kommen jetzt noch ein paar, die die Einbahnstraße nutzen. Okay. Die bringen aber Getreide. War der eben voll, der Zug, dass das nicht klappte? Kann das sein? Da habe ich jetzt nicht drauf geachtet, ne? Ja, hier wieder dazugekommen. Kann natürlich sein, dass unser Zug hier schon voll war, ne? So sieht's aus. Dann kann der auch nichts mitnehmen, ne? Kann der auf dem Rückweg gleich was mitnehmen? Müssen wir mal gucken. 93 Stück gut kann er, aber Getreide bringt er immer noch durch die Gegend. Döbelmühle, Betriebshof. Lass mal gerade kurz schneller laufen. Da kommt der Zug und hat natürlich nichts gemacht und fährt jetzt noch da hinten und kommt auch voll wieder. Das heißt, der Zug kann hier gar nichts mitnehmen, weil der Zug schon voll ist. Das bedeutet, dass dieser Zug nicht effektiv ist, ne? Also der ist schon effektiv, aber da könnte noch mehr passieren. So, da ist er jetzt, volle Länge. Das heißt, wir brauchen noch einen weiteren Zug, der da weiterfährt.
Jetzt ist die Frage, was ist da unten noch an Lagerfläche? Das war hier. Das heißt, das ist der. Da sind 3 Tonnen. 3000 Tonnen, also 4000 Tonnen fast. Und da gehen auch Paletten hin und her. Ja, das ist jetzt eine gute Frage, ne? Was wir da machen? Eigentlich hier, ne? Schicke Lok rausholen und los geht's, oder? Wie viel ist denn mit der hier so zu tun? 2,50? 4,30. Ja, das ist ja die 2,50 ausreichend, ne? Aber wir haben ja auch noch diese schicke Glock hier, ne? Mit wie viel? 83 Cent. Die ist ja auch cool, oder? Ist das für eine? Ich denke, wir sollten diese mal nehmen. Oder diese? Ne, die nicht, ne? Die fährt nur 50. Die fährt auch 100, ne? Ja. Das heißt, die nehmen wir und machen Waggons dran. Paletten denke ich nicht, nur Güter. Zum Beispiel Getreide, ne? Das war falsch. Filter nur benötigt. Da müssen wir mal Gerste auswählen. Und dann haben wir diese Waggons alle. Und dann müssen wir mal gucken, welche da der ideale ist. 100 km 30 Tonnen. 100 km 52 Tonnen. 1,65. 99. Ja. 1, 2, 3, 4. Haltlänge haben wir da. So, jetzt wird's spannend, weil Haltlänge 4. Er fährt nur noch 84 km. Das heißt, so fährt sie voll schnell. Und wie heißt die Strecke hier? Linie Gerste Mühle Getreidehof. Das ist diese Linie. Und wenn wir da kopieren machen, haben wir 2 und dann starten wir die mal, ne? So, und da müssen wir nur darauf achten, dass die uns hier die TEs nicht blockieren, oder? Es müsste da ja einer rauskommen, ne? Oder auch nicht. Warte auf freie Strecke. Werden die sich jetzt blockiert hier? Ja, hier unten? Ne, da ist ja der Bahnhof zwischen. Ja, müssen wir mal schauen, ne? Was ist hier? 254, okay. Da kommt er. Hat er das reserviert? Oder, ach so, hier, da, der muss. Das wird spannend, das heißt, wir müssen hier ausbauen, weichen und sowas. Und ja, schnell mal das ausgewählt. 120 und. Dann haben wir das gemacht und müssen Signale setzen. Haben wir. Und haben wir da 160er gebaut gehabt wahrscheinlich, oder? Na komm, jetzt ist egal. Machen wir so. Signal. Wenn wir vielleicht ein bisschen weitermachen sollen, dann hätte das vielleicht auch geklappt, ne? Da wird schon abgebogen. Na, ich glaube, wir machen hier nochmal einen. Und machen wir so. Machen wir so. Und nochmal Signale. Passt. So. Sind die jetzt rausgefahren oder nicht? Das ist die Frage, ne? Sind wohl, weil da ist schon der erste am Fahren.
Und ja, wir sehen gerade, dass er sehr in der Geschwindigkeit gedrosselt wird. Und aber er hat nur 71 Passagiere. Das bedeutet ja gleichzeitig, dass wir auf diese Art und Weise geschafft haben, volle Züge wieder zu kriegen vielleicht, ne? Er hat 89. Muss noch da unten irgendwo einer rumfahren. Wo ist er denn? Nee. Hatten wir drei, oder? Wo ist denn der dritte Zug jetzt? Eins. Zwei. Ah, da ist er. Ah, den habe ich jetzt nicht mehr gekriegt. Der ist schon im Bahnhof. Wir können aber mal gerade, wenn wir dran kämen. So, nee, der ist offen, dann ist es ein anderer gewesen. Welchen haben wir nicht? Den? Den haben wir nicht. Der fährt tatsächlich leer da durch die Gegend, ne? Ja, das bedeutet dann, ach, jetzt habe ich den auch noch zugemacht. Ich wollte das zumachen wahrscheinlich. Wie viel nimmt er denn jetzt noch mit? Wenn da einer leer fährt, ist ja schon mal ganz schlecht, ne? 33 auf dem Rückweg. Das sind die drei T's. Er fährt hier mit voller Ladung, wie immer, die ganze Zeit. Passt schon, lass mal so. Verfolgen machen wir aus. Das wollte ich jetzt nicht, sondern ich wollte gucken, dass wir sehen, wo die beiden kleinen Züge sind. 260 Tonnen fährt er durch die Gegend. Er ist schon da. Wo ist der letzte? Der fährt gerade in den Bahnhof gleich rein. Auch 260 Tonnen passt, ne? So, die beiden sind voll. 33, 68, 42, die nicht. Fahren, nee, der fährt tatsächlich miese ein. Und der fährt plus und der fährt plus. Der hat jetzt gerade tatsächlich sogar richtig viel Geld in einem Miesen mit 10.000. Was machen wir da? Die beiden Busse hier, ne? Der hat jetzt 0 und der hat jetzt 9. Das ist ja auch irgendwie komisch, ne? Das bedeutet, da war einer zu viel, ne? 40 zurück. Komm dann zum Depot. Zack, weg damit wieder. Ja. Das war so viel zum Thema, ne? 260, 260, die fahren jetzt die ganzen Waren da hin und her, das passt schon. Ist nur die Frage, was machen wir mit dem hier unten, ne? Der fährt jetzt mit 115, 160, 73, ja, gute Frage, was machst du, ne? Ja, kann man hier was ändern? Kann man. Bestimmt kann man da was ändern. Man kann zum Beispiel hier ein drittes Gleis ziehen. 160er. Machen wir mal hier. Ne, das ist was Falsches. Das ist richtig. Kann hier so ein 160er Gleis gerade lang ziehen, ne? Und machen wir gerade so. Und machen hier. Ja, was machen wir da? Gute Frage. Gehen wir da hoch? Gehen wir da hoch. Ja, machen wir. Wieder 160er. Da dran.
Und einfach da dran, oder? Und da gibt es dann ein Signal in diese Richtung. Ich sehe schon, dass er da ab nicht verbunden hat. So lassen wir es. Okay. Und dann müssen wir bei den TEs auf die Linie. Linie ändern. Und einfügen. Von Döbeln nach Radolfzell ist nicht, sondern nee, wir brauchen gar nicht einfügen. Müssen hinzufügen. Und dann fährt er über den freien Wegpunkt, oder? Und dann sollten die da lang fahren. Wenn es denn dann klappt, ne? So, er fährt, glaube ich, jetzt noch woanders lang. Das können wir ja schließen. Da ist der Bus weg. Er ist gerade da unterwegs, er ist auch in der Richtung unterwegs und er ist auch in der Richtung unterwegs. Ja, das machen wir mal zu. Die sind jetzt gerade in der Richtung unterwegs, wo wer ist denn der Federführende? Der nicht. Der ist dann der Federführende wahrscheinlich. Ja. Den werden wir gleich sehen, ob der dann passend fährt, ne? Zack, verfolgen wir den doch mal gerade. Der mit den 160 Fahrgästen. Also insgesamt sind wir mit den drei Zügen noch im Plus, während dieser hier gerade richtig miese einfährt. So. Er kriegt jetzt 64 Fahrgäste und fährt jetzt hoffentlich die Schnellstrecke da ohne die anderen. Und vielleicht können wir auch sehen, dass er einen überholt. Das wäre noch das Coolste, oder? Hier kommt einer entgegen. So. Durch den Bahnhof fährt er durch und kommt auf das dritte Gleis. Richtig? Richtig. Gut, er fährt jetzt mit voller Geschwindigkeit da lang. 160, aber auf dem anderen Gleis ist gerade keiner zufälligerweise, ne? Er hat auch keinen überholt. Nö. Das war jetzt nicht so der Bringer dann, ne? Der nächste ist der. Der muss da sogar warten. Weil gerade ein LKW über die Gleise fährt, oder? Richtig. Naja, muss auch irgendwie funktionieren, ne? So. Und der überholt aber auch keinen, ne? Oder? Was auffällt, ist eher die andere Richtung. Da müssen wir gleich noch was machen. Oh, da ist einer. Das heißt, da würde er jetzt schon stehen bleiben müssen. Ja, er wird dadurch jetzt nicht aufgehalten durch den Zug. Okay, der hat jetzt dann das Glück gehabt, dass er da schnell auch vorbeikam, ne? Läuft. Okay, und er müsste jetzt der Letzte sein von den dreien. Verfolgen wir auch mal, gucken, ob der da auch noch einen überholt. Und sieht bestimmt gleich ganz so aus. Oder? Er fährt jetzt auf das dritte Gleis. Und jetzt müssen wir nachher überlegen, weil wir ja gar nicht mehr diesen Bahnhof da oben anfahren müssen, weil da ja der Bus serviert. Der hat jetzt nichts gemacht. Ja, gut, müssen wir mal schauen, wie wir das handhaben. Das sind 16.000, das sind 11.000. Die fahren gerade nicht so die dollen Zahlen ein, aber ist erstmal so. Was haben wir hier? Das ist jetzt die 260-Tonnen-Geschichte. Zweimal und liefert wahrscheinlich hin wie rück und macht Kohle ohne Ende wahrscheinlich.
Ja, die fahren richtig gute Zahlen ein, weil sie in beide Richtungen voll sind. Die Busgeschichte haben wir einen weggeschickt, der zweite ist jetzt hier mit Ladung unterwegs und zwar nur 7 Personen. Und jetzt müsste der, wer fährt jetzt zur Karl-Marx-Straße, oder? Ja. Gucken wir gerade noch schnell rein. Und der hat vollgeladen, fährt nach da hinten zum Rathaus und auch vollgeladen. Ein Bus ist zu wenig, 2 Busse sind zu viel. Alles klar, haben wir das auch geklärt. Müssen wir uns nochmal Gedanken drüber machen. Ich bedanke mich aber auf jeden Fall fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Und ja, falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, damit ihr mitkriegt, wenn ein neues Video kommt. Und ja, Kommentare, herzlich willkommen, schreibt was rein, damit ich weiß, was ich besser machen kann oder was wir anders machen können. Alles klar, bis dann, vielen Dank, tschüss.